Come on, come on. Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der 96. Ja, wir nähern uns langsam der 100. Ja, die 100. Folge steht schon fast in den Startlöchern zu Fan, das Sammlermagazin. Euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise. Und kurz vor der 100. habe ich noch etwas Tolles für euch. Denn ich möchte gerne euch dieses Comic ans Herzen legen, ja. Und äh, Fans von euch, die Batman verfolgen, ja und Joker, ist das Heft absolut ein Kult, ein absolutes Muss. Und äh, mir wurde dieses Comic, ja, wo ich im Krankenhaus lag, hat mir der Schlagerguru, ja, hat mir dieses Comic mitgebracht und ich habe es direkt verschlungen. Und warum erzähle ich euch jetzt? Bevor ich jetzt anfange, gibt es erstmal einen Prost auf euch. Aus meiner Retro-Tasse. Ja. Ähm, dieses Comic ist 1988 erschienen. Genauer gesagt, im März 1988. Panini Comics hat es jetzt wieder in den Handel gebracht. Und zwar: Das Ganze heißt Batman: Killing Joke, ein tödlicher Witz. Ja, passt natürlich zu unserem Joker. Äh, da ist äh, als Inhalt, muss man so verstehen, da wird äh, die Entstehungsgeschichte vom Joker erzählt. Und diese Geschichte wurde auch später, oder Teile davon wurden später auch in ähm, Videogames, aber auch in Filmen verwendet. Batman möchte die Fehde mit Joker nun ohne Blutvergießen zu Ende bringen. Deswegen besucht er ihm im, jetzt muss ich ablesen, im Arkham Asylum besucht er Joker und nach einem kurzen Gespräch mit ihm merkt er, Hä, das ist ja gar nicht Joker. Und Joker hat sich abgesetzt und plant wieder etwas Böses gegen ja, den schwarzen Rächer Batman. Der zweite Handlungsstrang ist dieser, dass Batman Barbara im Krankenhaus besucht. Barbara wurde durch eine Schusswaffe im Rückgrat getroffen. Der Arzt sagt, sie wird nie, nie wieder gehen können. Und dann erfährt Batman noch, dass Joker, ja, dieser eklige, trotzdem irgendwie witzig guckender und von den Farben her richtig geil gewordener äh, Typ, sie gefunden hat, sie entkleidet hat und Fotos geschossen hat. Und das ist nicht alles. Dann lässt der Joker, ja, Gordon... Der Vater von Barbara, der in einer Freakshow arbeitet, ja festnehmen, wie auch immer, äh, nimmt ihn gefangen und dann muss er nackt, ja, das ist pervers, nackt in einer Geisterbahn, ja, muss er äh, nackt fahren und, dies kommt auf der großen Leinwand hinter ihm erscheint seine nackte Tochter Barbara. Ja, nach dieser Geisterbahnfahrt lässt der Joker Gordon von seinen Freaks, ja, von seiner Freakshow, lässt er denn in einem Käfig einsperren und sie verspotten ihn denn anschließend. Total pervers. Ja, ein richtig geiler Schmöker. Bei Fans beliebt, ja, ist glaube ich auch das, die beliebteste Geschichte der Reihe. Und ähm, ich muss sagen, ich war richtig geflecht, schon allein von den Zeichnungen alleine. Ja, Ich kann euch schon was zeigen. Hier, hier ist zum Beispiel die Aktion Gordon ja, im Käfig. Ja, Gordon im Käfig, wie ich gerade schon sagte. Und ähm, die, genialen, ähm, die genialen Zeichnungen sind richtig 1A top. Ja, The Killing Joke, ein tödlicher Witz, wurde 1988 von Alan Moore geschrieben. Graphic Novelle mit den Zeichnungen von Brian Bolland. Was mir so aufgefallen ist im Comic ist, dass angesichts der Story um Joker, ja, Batman, bis auf dem Zusammentreffen mit Joker, ja, eigentlich so im Hintergrund ist. Ja, man erfährt nicht viel über Batman und man sieht auch nicht so viel von Batman, aber... Ähm er fährt, wie gesagt, viel über die Psyche von dem Joker und ähm, ist auch schockiert. Ja? Es ist total brutal, aber trotzdem aufschlussreich. Und natürlich muss man dazu sagen, dass er in diesem Comic ja, richtig bösartiger ist ja, als all die anderen Comics davor und danach. Ja? Da ist er extrem konsequent und bösartig genau nach meinem geschmack in diesem comic findet ihr zwei geschichten das wie ich euch gesagt habe äh, auf 100 seiten zwei stories einmal in der gegenwart und einmal in der vergangenheit und äh, dazu gibt es noch am schluss gibt es noch ähm, schöne motive so aus der historie von Batman zum beispiel hier richtig geil oder ist das nicht geil? Ja, stammt äh, aus Gossip Nights äh, Nummer 20 vom Oktober 2001. Batman mit Superman. ja. Was ähm, haben wir noch so an tollen äh, Zeichnungen, wo man sagt, wow, ja hier, auch geil. Und was toll ist, es gibt ein Vorwort und ein Nachwort. Das Vorwort hat geschrieben, Moment, Moment, Moment. Vorwort hat geschrieben, Tim Sale ähm, hat es geschrieben und äh, das Nachwort hat äh, geschrieben, Brian Bolland. So. Der ganze Schmöker gibt es für 12,99 Euro ja, in eurem Comicladen eures Vertrauens. Und ich muss echt sagen, es lohnt sich. Ja? Tim Burton schrieb: The Killing Joke ist mein absoluter Favorit. In diesem Comic habe ich mich regelrecht verliebt. Und das kann ich nahtlos mit äh, unterschreiben. Äh, hier auch ein tolles Foto. Guck mal hier: guckt man hier ja, Die Brutalität vom Joker gegenüber Batman. Ja, da sieht man schon, dass dieses Comic schon mit Brutalität schon übersät ist. Schon allein diesen perversen äh, Gedanken, ja, eine schwer verletzte Frau ja, zu entkleiden, sie abzufotografieren und sie anschließend zusammen mit ihrem Vater auf der Geisterbahn ja, bloßzustellen. Das schockiert einen total. Und, äh, aber trotzdem macht auf diesem Comic richtig viel, 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 viel... Äh, Interesse. Und hier sehe ich euch noch mal einen kleinen Spoiler hier. Batman schwerst verletzt. Blut, er liegt in seiner Blutlache. Aber ich möchte euch noch nicht so viel davon zeigen, weil ihr sollt euch diesen Comic ja im besten Fall kaufen oder ausleihen. So. Und apropos Comics, jetzt möchte ich etwas für euch verlosen. Ja, ich verlose etwas Tolles, was ganz einfach ist. Ihr müsst auf YouTube gehen, meinen Kanal Bumo.tv, wenn ihr es auch schon nicht habt, ja, am besten könnt ihr ihn da abonnieren. Und dann könnt ihr gratis Comics gewinnen. Also, wir hatten ja vor kurzem einen Gratis-Comic-Tag in Deutschland. Das hieß ja, viele Comic-Händler in Deutschland haben an diesem besagten Tag haben sie äh, viele Comics, haben sie ähm, umsonst konnte man diese mitnehmen. Da sind so tolle Sachen dabei. Dass, äh, hier zum Beispiel Creepy Pest sagt mir zwar nichts, aber hier Spider-Man, Spider-Man, ein Comic, äh, das noch nochmal creepy, dann haben wir hier, es war einmal der Mensch, auch interessant. Dann, äh, was ich gerne mochte, Lucky Luke als Gratis-Comic, äh, Manga, Manga, Trachtman gibt es auch, ja. Äh, was haben wir noch im Angebot, Und Voltron. Voltron. Ja, es sind viele Gratis-Comics, die mir mitgebracht worden sind, damals im Krankenhaus, aber aus Mangelszeit, ach, hier ist auch noch Camo, auch dabei, hatte ich nicht so viel Zeit, sie zu lesen und ich habe auch wenig Zeit, immer noch. <laughs> und deswegen könnt ihr die gewinnen. Wie gesagt, geht auf meinen Kanal auf YouTube unter boomo.tv, abonniert meinen Kanal am besten und dann kommentiert ihr darunter äh, am besten noch dieses Video, wie euch das Video gefallen hat. Und noch am besten vielleicht noch Gratis-Comic als Schlagwort. Ja? Als Schlagwort, Gratis-Comic und dann weiß ich. Und dann verlose ich, ja, diesen Packen an Comics, ich an einem von euch. Ja, ihr könnt also alle Comics könnt, einer kann das gewinnen, weil ich muss das ja loswerden, ja. Ähm, ja, und das ganze Gewinnspiel geht dann bis zum, sagen wir mal, bis zum 20. Juni 2019. 20. Juni 2019, da geht unser Gewinnspiel, das ist glaube ich auch noch ein Feiertag, also bis äh, dem 20. Juni, 12 Uhr mittags. Ja? Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, das sagt sogar unser Batman und unser Joker. <laughs> ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen lesefreudigen Tag. Das ist richtig geil. Also ich muss trotzdem noch, ich muss da noch mal kurz zurückkommen. Ich finde den richtig geil, das Comic hier ist auch eine ganz schön, na, ich muss nochmal mal zeigen. Auch schön tolle Zeichnungen, ja. Batman ist eigentlich auch mal meine, einer meiner Lieblingsfiguren, ja. Also ich muss sagen, ich mag ihn mehr als Superman. Das, das muss ich mal hingeben. Was haben wir noch hier? Ja, hier die Aktion hier nochmal, hier Barbara, die angeschossen worden ist, ja. Das Comic macht echt wirklich Lust auf weitere Batman Comics. Ich werde sehr wahrscheinlich werde ich mir weiteren äh, hin äh, welche holen. Ja, und falls euch diese Review gefallen hat, wie gesagt, kommentiert in, in, in die Kommentarleisten, abonniert meinen Kanal unter bumo.tv auf YouTube und dann auf Fan das Sammler Magazin bei Facebook. Hinterlasst mir einfach mal da ein. Gefällt mir auch vielleicht, könnt ihr diese Videos auch weiterempfehlen, teilen, kommentieren, abonnieren, ja, was auch immer, ihr mögt. Ja? Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt weiterhin sammelwütig, auch mit den beiden. Bis dann. Tschüss! Come on, come on.